Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich einen Geisterhund für euch. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um den Kybokan. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Leon von den Malt Mariners für das Sample. Kybokan ist eine lightly peated Variante des Tomatin. Die Brennerei steht in den östlichen Highlands in der Grafschaft Invernessshire, geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Schon damals haben Viehhändler ihren Whisky aus dem Old Laird's House bezogen. Die Brennerei steht heute an derselben Stelle, wurde 1897 legalisiert. Brennt seitdem Whisky um die Jahrhundertwende, waren sie mal kurz bankrott, wurden aber relativ schnell wieder eröffnet. Seit den 1970er Jahren beziehen sie ihr Malz von Glen Ord, haben keine eigene Melzerei mehr und seit 1986 gehören sie zum japanischen Eigentümer Takara Shuzo und Okara Co. Kybokan ist gälisch für Geisterhund und geht auf eine Legende aus der Gegend zurück, nach der in den Torfmooren um Tomatin herum besagter riesiger Geisterhund leben soll. Angeblich ist ein Arbeiter der Brennerei ihm auch mal nachts begegnet, einem riesigen schwarzen Hund, und als er ihn angsterfüllt und trotz jeder Vernunft berühren wollte, hat er nur in blauen Nebel gegriffen, der sich daraufhin in die Weiten des schottischen Moores zurückgezogen hat. Eine super tolle Geschichte, wenn er mich fragt, hat mich ein bisschen an den Hound of Baskerville erinnert. Unser Whisky, 15 ppm, damit also wirklich entspannt gepietet. Seit 2013 gibt es Kybokan auf dem Markt. Das ist eine Reihe jetzt in dem Fall. Der erste war eine Sherry-Fassabfüllung. Hier Virgin Oak. Es gibt auch eine Ex-Bourbon-Cask-Abfüllung. Also drei Stück, je limitiert auf 6000 Flaschen. Entsprechend kommt der Virgin Oak daher mit etwa 50 Euro, bisschen was drüber, 50 bis 60 Euro. Die neueste Ankündigung ist ein 1990er Vintage von Kybokan. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der schon auf dem Markt ist. Auf jeden Fall unser Whisky nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, ein No-Age-Statement. Das heißt, wir können uns vollkommen unvoreingenommen dem Geschmack widmen. Also widmen wir uns dem Geschmack. Ach ja, wie der Name schon sagt, ne, nur junge, jungfräuliche Eichenfässer benutzt. Es ist ein sehr, eigentlich relativ selten verwendeter Fasstyp, aber momentan ziemlich im Trend. Also mein erster Gedanke war sauer. Irgendwas Saures, so Zitrone. Aber trotzdem was Mildes, so ganz angenehm im Hintergrund, dieses Herbe von dem Holz, aber nicht herzhaft. Und irgendwas, naja, nicht quietschig süß, sondern so angenehm Süßes, so ein bisschen rau süß, das super gut zu der Zitrone passt und so miteinander verschwimmt. So wie Zitronenkuchen mit Vanille und ja, oder wie so ein saurer Apfel. Ich finde, Apfel ist was nicht ganz so zitrusmäßig, aber trotzdem auch nicht so was exotisch fruchtiges wie jetzt eine Mango. Das ist sehr weich von der Süße her. Ja, für mich ist das so eine Mischung aus Zitrone und Apfel und Vanille. So ein bisschen Zimt, Weihnachten. Dezentes Holz und ich habe hier wirklich noch gar keinen Rauch. Gar nicht. Jetzt im Geschmack kommt er schön raus. So ganz, ganz dezent. Also es ist nicht so, dass er dich umballert, wie so ein Islay Whisky.
Ich sage das immer so generalisierend. Natürlich gibt es auch unpeated Islay Whiskys, aber man sagt das immer so, ne, damit ihr wisst, Abergläger, Wulinder, Freud, Carlisle, die sind alle so, bumm. Ist der hier nicht, der ist sogar softer, dezenter, entspannter als ein Talisker. Liegt auch so ein bisschen an der Region, ne? Ost-Highlands, da gibt es relativ viele Brennereien, da gibt es ein ertragreiches Land, da ist zum Beispiel die Black Isle, wo ganz, ganz viel von dem Getreide angebaut wird, was für die Whisky-Herstellung benutzt wird. Ist im Vergleich zu den West-Highlands oder den Nord-Highlands auch ein eher flaches Land, da wächst viel, es ist vom Klima her zwar typisch schottisch rau, aber nicht ganz so kalt, steinig, nur Flechten und Moose. Also dort gibt es auch Wälder, dort ist ein Strand, dort ist alles so ein bisschen Chili-Mili. Ich packe euch hier oben ein Video rein. Ich habe ja eine Weile in den Ost-Highlands gelebt. Könnt ihr euch mal angucken. Total schöne Gegend. Zurück zum Whisky. Ist übrigens mit 46% eine leicht erhöhte Trinkstärke, aber immer noch alles ganz easy peasy. Ich finde den auch super zu trinken. Ich fand den sehr, sehr lecker. Obwohl er ist halt kein rauchiger Whisky. Es ist nichts total Anstrengendes, aber trotzdem ist er sehr angenehm. Trotzdem in dieses leicht würzig-herbe gehend. Jetzt im Nachgang habe ich vor allem so dieses saure Gefühl im Hals. Wenn man sehr viel Fruchtsäure zu sich nimmt, die auch sehr sauerhaltig ist, also so wie Zitrone, so eine helle Säure, dann finde ich, merkt man das manchmal so im Hals. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen. Das kommt am Ende schön, da wird er so richtig schön sauer und am Anfang ist er milder, weicher. Kein Honig. Es ist schon so eine dezente Vanillenote mit drin vom Fass. Aber er hat jetzt nicht, wie ich bei einem Bourbon erwarte ich, diesen Holzzucker extrem, der für uns wie Vanille und Honig schmeckt. Habe ich jetzt hier nicht so intensiv, obwohl es ein Virgin Oak ist. Es ist eher so ein bisschen wirklich auch in die Bratapfelrichtung gehend. Mit der Vanille kombiniert, also am Anfang wirklich so mild, angenehm, das Holz, aber jetzt nicht übermäßig, dann wird er so leicht scharf und bringt so ein kleines bisschen den Rauch mit rein. Der hat so was leicht Pfeffriges, fast so Chili, aber nur ganz, 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 ganz wenig. So als hätte er den Chili nur angeguckt, so und. Und am Ende kommt so diese Zitrusnote raus. Und am Ende aber auch trotzdem nochmal das Holz, das Herbe. Es kippt nicht ins Bittere ab. Das gefällt mir super schön. Es ist halt holzig, intensiv, herb, aber nicht bitter. Und am Anfang, das ist fast tropisch auch so ein bisschen, so eine schräge Mischung aus Bratapfel und irgendwas Tropischen, so fast, mir kam jetzt als erstes Rum, Palmen, Strand, so ein bisschen Kokosnüsse oder sowas, kam mir jetzt auch in den Sinn am Anfang. Und so zwischendrin, ich habe noch nicht rausgekriegt, ob der Rauch jetzt eher so aschig ist oder eher fleischig. Also der ist wirklich so, 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 so super dezent. Jemand, der da ein bisschen empfindlich ist, wird den vielleicht merken, aber für das, was ich sonst trinke, ist er quasi nicht zu schmecken. Der versucht so ins Aschige abzukippen, der Rauch, hat aber eher was Kräutriges. Also der wird nicht so trocken, nicht so mineralisch. Der Rauch, sondern der bleibt irgendwo, der ist nicht fleischig, pfeffrig, total intensiv im Geschmack, so würzig, aber halt auch nicht so mineralisch, trocken, staubig, aschig, auch nicht so super holzig, so dass ich jetzt sage, oh, Marshmallow, so Lagerfeuer. Obwohl das am Anfang mit dem Fass so ein bisschen auch in Richtung. Naja, aber Zucker war das für mich was quietschig süßes. Nein, es ist eher Kokosnuss,
Rumpfass, irgend sowas. Und der Rauch ist wirklich mehr was Kräutriges, so wirklich ganz dezent, ganz entspannt, ganz leicht. Es ist nichts super krass atemberaubend Umwerfendes, so nach dem Motto, oh, habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Er ist sehr solide, sehr lecker. Mir gefällt die Einfachheit an ihm. Das ist eben, also was heißt Einfachheit? Er ist relativ komplex im Geschmack trotzdem, aber für einen rauchigen Whisky super dezent einfach. Das meine ich mit Einfachheit. Also einfach, dass dieser Rauch nicht so vordergründig dominant ist, sondern dass er schon den Fasseinfluss hat, aber trotzdem halt auch nicht wie ein Bourbon schmeckt. So, also es gibt auch leckeren Bourbon, das möchte ich jetzt mal, aber einfach nicht so dieses quietschig-süße hat, so dieses, ich bin jung. Er ist trotzdem irgendwo schon so ein bisschen reif, hat trotzdem noch diese Wildheit. Es ist eine interessante Kombination aus, ich bin dezent auf der einen Seite und trotzdem komplex und vielseitig auf der anderen. Geschmack gebe ich 3 von 4 Punkten. Preis-Leistungs-Verhältnis, dadurch, dass er limitiert ist, was ich immer ein bisschen schade finde, weil ich mir immer so denke, ah, das ist ein leckerer Whisky, ich möchte ihn gern trinken, aber wenn die Flasche 50 Euro kostet oder mehr, dann tut mir das schon ein bisschen weh, so ein Bottle Kill. Deswegen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann verstehen, warum er so teuer ist. Das hat einfach Preis, Nachfrage, Angebot. Das ist ein physikalisches Gesetz. Ne? Also wie gesagt, er ist dadurch, dass er limitiert ist, kann er nur so teuer sein. Qualitativ gut, finde ich auch eine super schöne Geschichte drumherum gestrickt. Ich bin ja sowieso positiv für No-Age-Statements und auch die Marketinggeschichten um den Whisky drumherum bin ich positiv für eingestellt. Das Wichtigste ist am Ende, dass der Whisky schmeckt. Mir schmeckt er. 2,5 Punkte für das Preis-Leistungs-Verhältnis, einfach weil ich momentan aus meiner Sicht ein ganz armer Student bin, dass ich sowas nicht leisten kann. Nein, Quatsch. Ja, schade, dass er limitiert ist. Es ist ein leckerer Whisky. Ich hätte gern mehr davon. Ja, mehr ist nicht dazu zu sagen. Das war der Kubokan. Ich hoffe, Kubokan. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Slange! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange war! We'll be right back.